Live aus der Sphinx, seid dabei. Oh. Obwohl da kein Lüftchen weht, oder? Ich glaube eher nicht. Jetzt gehen wir mal hier rein. Wir haben eine Lebensanzeige, ja. Das finde ich nicht toll. Wow. Oh Gott. So sieht die Sphinx also von innen aus. Wow. Schick. Mhm. Ich hätte auch gerne eine Sphinx. Haha, im Wohnzimmer stehen, oder wie? Als Hundehütte. Oh, was passiert? Aua! Oh mein Gott, guck mal, die Lebensanzeige. Ja, oh Gott, ach du Scheiße, was war das denn jetzt? Da hat uns einer mit einem Stein beschmissen. Holzstapel. Gucken wir uns erstmal an. Schwere Holzpflöcke. Scheiße. Ach du Kacke, gehen wir jetzt dann kaputt oder was soll das? Keine Ahnung. Und vor allen Dingen, wo hat er denn uns da, von wo hat er uns beschmissen? Ich habe keine Ahnung. Oh. Wer hat uns überhaupt beschmissen? Ich fürchte, das war Osiris selbst. Wo geht's denn hier hin? So ein blöder Gott. Pharao. Gott. 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 Gott der Pharaone. Lose Platten. Gott, oh Gott, was ein Scheiß. Liegt da irgendwas? Da liegt noch irgendwas auf der Kiste, oder? Brief Nummer 1. Nehmen wir mal. Oh, jetzt lesen wir fremde Briefe auch nicht. Ja. Ja, klar. Das sollte ich mir genauer ansehen. Ja, mach. Guck ihn dir genau an, Assi. Von Pharao an Arbeitstrupp. Betreff Mumie. Hallo, ihr Pfeifen. Osiris hat mich schon wieder gefragt, warum die Mumie noch nicht angekommen ist. Kann es vielleicht sein, dass ihr irgendwas vergessen habt? Aha, okay. Also wenn das Brief Nummer 1 ist, dann müssten ja da noch mehr sein, ne? Das sieht fast so aus. Eine Kiste mit Baumaterial. Fenster kann man sich noch angucken. Guck mal. Da drin schwimmen Zitterale. Aha. Zitterale. So, so. Zitterale haben ja Elektrizität und wir haben eine Zeitmaschine. Das wäre nicht übel. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Also brauchen wir irgendwie einen Zitteraal und dann können wir uns vielleicht telemorphen irgendwo hin, zu Edna oder so. Telemorphen. Das hat doch was. Was ist das hier? Liegt da oben ein Farbeimer. Ja komm, lauf los. Die haben die Maler hier stehen lassen. Die Maler, klar. Geht's da hoch, die Rampe hoch vielleicht? Rechts, bei der Lebensanzeige, die so furchtbar aussieht. Fenster. Hier rauf kann ich von Fenster. Weiß ich nicht, ob ich hier rauf. Nee, da kann ich nicht rauf. Nee. Und auf der anderen Seite geht's da weiter? Gucken wir mal. Aber da ist doch eine Tür. Wo siehst du da eine Tür? Hier ist es ein Fenster. Links. Nee, links. Ganz links. Mal zurück. Da, das Blaue. Ja, genau. Da, ja. Das ist eine Tür, oder? Weiß ich nicht. Kann's nee, da nicht geht so er aber nicht erkennen. Hin. Da rennt er mir davon. So. Oder? Ah, da geht er hoch. Oh, der Ast. Ah, okay. Da ran. Na dann, lauf. Nein. Wo sehe ich die Lebensanzeige? Aber man kann nicht. Ich hoffe nicht, also keine. Okay, man sollte mich und Mörder nicht trauen. Nicht wirklich, nee. Weder Meuchelmörder noch Pharaonen. Noch Osiris. Ossis. So, ja, ne? Und Assis schon gar nicht. Assis, meine ich ja. Ossis, echt doof. Ja, Ossi ist ja Osiris. Ja. Gucken wir mal. Ja, hier geht's jetzt immer weiter. Ach, ganz toll. Warum kann er denn da nicht drüber klettern? Weil er doof ist. Ja, das ist allerdings wirklich wahr. Hat denn da so ein Schnicks irgendwie rumliegen oder so? Oder irgendwie einen Hebel, den oder man keine Ahnung kann. Was. Nee. Hier unten noch irgendwo? Nee, da ist nichts. Ich sehe das alles nämlich irgendwie ganz verpixelt. Oh, scheiße. Aber das macht nichts. Das kriegen wir hin. Ja. Wasser. Hier, Wasser. Wow. Da drin schwimmen Zitterale.
Kann man die angeln? Wir haben doch irgendwo noch einen leeren Eimer rumstehen. Ah, was soll hier? Nein, nicht Zeit. Das scheint nicht zu funktionieren. Nein, nein. Wo ist denn jetzt der Eimer? Okay, aber was ist, wenn wir irgendwie nochmal... Oh, ich weiß nicht. Hey, wir haben jetzt ein Wasser. Wir haben den Eimer voller Wasser. Hey, das ist doch cool. Das ist klasse. Aber was wolltest du jetzt sagen? Dieser Arm wurde Ich dachte einfach nur zurücklaufen und da nochmal gucken irgendwo. Ich weiß nicht. Ja. Unfertiger Arm? Unfertiger Arm. Da muss es doch... Arm. Unfertiger Arm, wenn du das anklickst. Dieser Arm wurde noch nicht ganz fertig gebaut. Der ist nicht ganz fertig gebaut. Seltsam. Ja. Ich möchte so einen Zitteraal haben. Für meine Zeitmaschine. Okay, also gehen dann wir erstmal noch mal zurück. Dann haben wir vielleicht irgendwas noch übersehen. Was ist das denn hier? Kann ich... Brief Nummer 2! Super! So, den lesen wir jetzt natürlich auch gleich. Von Pharao an Arbeitstrupp. Betreff. Antwort. Mumie. Wie bitte? Ihr habt den Schalter falsch konstruiert? Aha. Dann leert doch einfach das Aquarium, geht nochmal runter in die Grabkammer und baut diesen Schalter richtig ein. Und am besten noch, bevor mich der Chef in die Totenwelt einbestellt. Das fällt mir gerade ein, das ist wie eine E-Mail geschrieben an von Betreff ist das geil. Ja, ja. Also wir müssen irgendwie das Wasser aus dem Aquarium kriegen. Kannst aber du wie nach rechts gehen? Wagenspur mit Lehm. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das haben wir auch noch nicht Der Wagen gesehen. Hat eine tiefe Spur im Lehm hinterlassen. Ja, aber machen kann ich da nichts mit, glaube ich. Kann ich da den Eimer drauf kippen? Mit Lehmspur. Ja! Oh! Great! Oh, und nun? Der Wagen hat eine tiefe Spur im Lehm hinterlassen. Ja, gefüllt mit Wasser. Ich weiß allerdings nicht, was ich da jetzt mit anfangen soll. Uns fehlt noch irgendwas. Wenn wir da rechts gehen, versuchen ein bisschen rechts zu halten, dass da irgendwie was ist. Weil da haben wir ja jetzt noch nicht so richtig. Kisten kannst du nichts mehr. Leere Kisten. Liegt da noch irgendwas nichts bei rum? Drin. Ich bin gerade am Überprüfen. Leere Kisten. Holzstapel. Eingang. Von hier Eingang? Lässt sich der Eingang nicht öffnen. Ach Mist. Aha, dann von der anderen Seite. Betrachte Eingang. Holzstapel. Holzstapel. Und geht's dann hier rechts noch weiter irgendwie? Ja. Ja, das ist doch gut. Pfosten mit Kerben. Aha. In diesem Pfosten befinden sich einige große Kerben. Aha. Und sonst in diesem Pfosten befinden sich einige große Kerben. Assi. Und noch weiter geht's nicht mehr. Nee, hier geht's dann nicht mehr weiter. Das ist sehr seltsam. Ja, überlege. Was ist das denn hier, der leere Eimer? Da fliegt gerade ein Hubschrauber vorbei. Ja. Also wir müssen irgendwie das Wasser aus dem Aquarium kriegen. Ja, das glaube ich auch. Das schaffen wir sicherlich auch. Wenn du nochmal hochgehst? Ja, kann ich ja machen. Aber dann muss ja irgendwo noch was sein. Weil wir haben ja nichts dabei, mit dem wir das irgendwie machen könnten. Nee, und ich sehe hier jetzt auch keinen Hebel. Also Farbeimer nehmen kann ich den nicht. Den hatten wir schon, oder? Wir haben und ich kann ihn auch nicht nehmen. Die haben die Maler hier stehen lassen. Da müssen wir wahrscheinlich hier nochmal hochgehen. Das denke ich auch. Die Rampe nochmal hoch? Ja. Und da müssen wir irgendwie die Augen offen halten. Da könnte noch irgendwas sein. Ja. Ich guck doch mal hier. Ich sehe es leider voll verpixelt. Ich sehe da nichts. Blöde. Das ist echt doof. Und da scheint nichts zu sein.
Nee, hier ist nichts. Hier ist ein Kasten, da ist aber auch nichts. Da war doch der Brief irgendwo, was? Ja, aber wir müssen Schluss machen und wir hier uns weiter wurschteln, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Genau. Bye, bye.